Willkommen Leute zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Deck Profile, und zwar geht es heute um ein Metalphose Magisch Bands Deck, das fast 1 zu 1 vom Deck von Yu-Gi-Oh! Insider kopiert ist, mehr oder weniger. Es spielen zwar sehr viele so, aber ja, kann man ja mal erwähnen. Er ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt, sein Deck Profile dazu, könnt ihr vielleicht noch ein paar Infos da rausholen. Wie auch immer, ich werde das Deck hier ein bisschen durchgehen und euch erklären, warum man was spielt und warum dieser Build einfach gut so ist. Ich möchte daran nichts ändern, es wäre einfach schwachsinnig. Ich habe eine Sache geändert, und zwar habe ich hier das große Fusionsmonster rausgenommen, weil mir das in meinen Augen nicht so viel gebracht hat. Wie auch immer, wir haben zunächst mal 40 Karten im Main Deck, davon 3x Wolfflamme, 3x Godfather, 3x Silberoger und 3x Strahlen. Das sind die Spitznamen, die ich denen gegeben habe, deswegen nicht wundern. Dann haben wir 2 Goldadler, also 2 Apex Avian, dann ein Kirin, 3x Gofu, 3x Ariadne, 3x Bumbuku, 2 Exzentrik und einen Jaugen. Eine ganz besondere Karte in dem Deck hier, werde ich aber später noch erklären. Dann 5 Zauberkarten, nämlich 2x Qual der Entscheidung, 2x Pot of Desires und 1x die Metalphose Fusion. Und dann noch 8 Fallenkarten, nämlich 2x die Metalphose Konter, eine Vanity, 1x Kombination, 3x Strike und eine Warning. Und dann 15 Karten im Exodeck, wie immer, nämlich 2x Metalphose Auric Kalk und 1x Metalphose Adamant. Dann einen Zolkin, einen Ogre Drache, 1x Crystal Wing, einen Prominence, einen Omega, einen Meteor Einschlagdrachen, ein Black Rose, ein Big Eye, ein Topia Lightning, eine Topia, eine Giant Hand und 1x Break Sword. Alles klar. Zunächst mal haben wir jedes der normalen Metalphose-Monster 3x. Warum? Weil man die Karten braucht. Sie können sich gegenseitig schießen oder auch andere Karten, um halt 4 Targets aus dem Deck zu searchen und verdeckt aufs Feld zu legen. Das kann zum einen eine von den beiden Konterkarten sein, aber auch eine Kombination meine ich, oder eine Metalphose-Fusion. Deswegen spielt man auch die Karten hier so wenig, weil man sie jederzeit ständig suchen kann. Und 4 Targets reichen vollkommen aus. Selbst wenn man mal welche mildt mit dem Pot of Desires, reichen 4 Targets vollkommen aus. Vor allem, weil die Fusion quasi unendlich viele Targets darstellt, weil sie sich immer wieder ins Deck mischen kann. So, das ist quasi der Kernpunkt des Decks. Man schießt seine eigenen Karten und bekommt dadurch Kartenvorteil. Und da man die meisten Karten hier schießen kann, ohne Kosten, da man sie einfach wieder herpendeln kann, ist das einfach richtig krass gut in Pendeldecks. Und da die Monster hier selbst Pendelmonster sind, ist dieses Deckthema einfach der Wahnsinn. Ich mag es sehr. Und jetzt kommen wir mal zu den anderen Karten. Wir haben zunächst mal Apex Avian, der gute alte Nebeltal Goldadler. Der kann, wenn ein Effekt aktiviert wird, einfach sich selbst bouncen, auf die Hand zurück und dann quasi diesen Effekt annullieren und die Karte zerstören. Das ist mega broken, weil man die Karte einfach wieder herpendeln kann, denn die Pendelskala oder der Pendelbereich von den Metalphose-Monstern liegt zwischen 1 und 8, deswegen ist 7 hier überhaupt kein Problem. Dann haben wir Kirin. Kirin ist mega gut, er kann ein Pendelmonster bouncen, um dann halt ein gegnerisches Monster zu bouncen. Das ist genial, geht auch in der gegnerischen Runde und deswegen spielt man hier 3 Bumbukus auf einen Kirin, weil der Kirin leider auf 1 ist, aber man will immer, wirklich immer einen Kirin haben, weil er so verdammt gut ist. Dann haben wir Gofu. Gofu kann gespecialt werden, wenn ihr kein anderes Monster kontrolliert, und dann bekommt ihr noch 2 Spielmarken. Die kann man nicht weiter für Synchros verwenden, die Spielmarken, und blockieren nur das Feld. Allerdings kann man sie schießen mit den Metalphose-Karten, um weiter Plus zu machen. Das ist echt gut, deswegen spielt man die Karte hier auf jeden Fall 3x. Dann haben wir Ariadne 3x. Wenn man die schießt, dann bekommt man 3 Konterfallen. Die darf man sich suchen und dann darf man eine bestimmen und die bekommt man. Die anderen kommen ins Deck zurück und dann bekommt man im Normalfall einen Strike, aber selten mal auch eine Warning. Und man muss hier 4 Konterfallen spielen, damit man halt ja 2x die Ariadne nutzen kann. Und sie zumindest 1x nutzen kann, wenn man schon eine Konterfalle gezogen hat. Deswegen auf jeden Fall nicht nur 3 Konterfallen spielen, das wäre sehr, sehr dämlich. Dann Bumbuku, wenn er genormelt wird oder gespecialt wird, bekommt man einfach einen Kirin oder einen anderen Bumbuku. Hört sich im Endeffekt ziemlich sinnlos an, sich einen weiteren Bumbuku zu suchen, allerdings ist das Kartenvorteil. Und man kann die Viecher verwenden für Break Swords, die echt gut sind in dem Deck hier. Oder um halt zu synchronisieren. Oder um sie einfach zu schießen mit den Metalphose-Karten. Also Bumbuku wird nie tot sein. Auch wenn er nur ein Beatsick ist quasi. Im Endeffekt wird er immer seinen Nutzen haben. Zumindest in sehr vielen Fällen. Dann haben wir den Exzentrik. Wenn er in der Pelletskala liegt, kann man mit ihm Backrow schießen. So simpel, so gut. Ist quasi einfach ein MLT. Dann Jaugen. Die Karte ist eine kleine Tech-Karte, die Yu-Gi-Oh! Insider hier eingebaut hat, was ich aber auch sehr genial finde. Und zwar kann man eine Karte abwerfen, um alle als spezialbeschworene Monster auf dem Feld zu zerstören.
Und dann darf kein Spieler specialen. Und das ist sehr gut. Denn man kann die Augen jederzeit, wenn er einen selbst stört, über den Haufen schießen. Genauso wie Vanities, deswegen spielt man hier beide. Und das ist einfach mega gut. Man hört einfach seinen Zug auf, seinen ersten, indem man, ja, einfach Jaugen hinterher normal zu seinem OP fällt und dann kann der Gegner nichts machen. Er kann in seiner Runde nicht specialen, kann deswegen euer OP-Board nicht brechen und Jaugen liegt einfach dabei und ist sehr solide. Man kann ihn aber auch herpendeln, kann dann aber danach nicht mehr specialen, logischerweise. Dann haben wir Qual der Entscheidung. Man spielt die nur zweimal, weil man sie nur einmal pro Spielzug aktivieren kann. Man will sie nicht totziehen. Und sie ist eine sehr solide Karte. Man bekommt einfach eine Scale geschenkt quasi. Dann haben wir Pot of Desires. Ist eine Karte, die man auf jeden Fall anzweifeln kann. Allerdings ist sie in diesem Deck in meinen Augen Staple. Auch die spiele ich nur zweimal, damit man einfach nicht zwei in einer Runde zieht. Was aber trotzdem oft genug passiert, leider. Denn man kann sie nur einmal pro Spielzug verwenden. So. Man zieht zwei Karten, muss aber die 10 obersten Karten seines Decks verdeckt verbannen. Wenn da Kirin dabei ist, ist es ziemlich scheiße. Deswegen sucht man sich, bevor man Desires aktiviert, einfach alles zusammen, was man braucht. Also ein Kirin am besten, die Scale, die man braucht und vielleicht noch hier die Fusion oder so. Und dann kann man Desires ohne Probleme aktivieren, ohne Risiko und bekommt dann noch ein paar Karten dazu. Für ein echt gutes Board, das man First Turn hinlegen kann. Generell will man mit dem Deck hier anfangen, in meinen Augen, weil es einfach besser ist. Dann haben wir die Metallphose-Fusion. Die kann sich immer, wenn sie im Grave liegt, selbst in dem Spielzug, in dem sie da hingelegt wurde, einfach ins Deck mischen, um eine Karte zu ziehen. Das ist mega gut. Richtig gut. Weil dann kann man wieder schießen. Man kann nämlich nur dann schießen mit den Metallphose-Karten, wenn man noch Targets im Deck hat, für die Karten hier. Und mit der Fusion hat man quasi unendlich viele Targets, solange man sie in den Grave bekommt. Dann haben wir die Konter. Die ist ziemlich gut, weil wenn Karten zerstört werden, auch durch die Metallphose-Effekte, dann kann man einfach so ein Metallphose-Monster aus dem Deck specialen. Und man kann sie vom Friedhof banishen, um dann ein offenes Metallphose-Monster vom Extra-Deck wieder auf die Hand zurückzunehmen. Und das ist durchaus auch solide für weitere Plays, zum Beispiel mit Fusionen. Dann haben wir die Vanity's Emptiness, kann man wie gesagt selber schießen mit den Metallphose-Karten. Die Kombination, die nur dann wichtig ist, wenn man schon am Fusionieren ist, deswegen ist die Karte nicht so broken. Allerdings kann man sie aufdecken und dann crushen und außerdem kann man sich noch Metallphose-Karten searchen damit. Also durchaus eine solide Karte, die man in den meisten Duellen einfach mal so mit aufs Feld holt und dann eventuell irgendwie nutzt. Die ist einfach sehr, sehr gut und liegt sehr solide zusammen mit einer Konter beispielsweise auf dem Feld. Dann drei Strikes und eine Warning, weil es einfach die besten Konterfallen sind und die besten Targets damit auch für Ariadne. Dann haben wir im Extra-Deck erstmal zweimal die Metallphose Orichalk. Den kann man beschwören mit zwei Metallphose-Monstern. Und der ist relativ solide, nicht so stark, aber er wird eh nicht so auf das Feld betreten. Was man öfter machen wird, ist wahrscheinlich der gute alte Metallphose Adamant. Denn der kann wesentlich einfacher gerufen werden mit einem Metallphose-Monster und einem schwachen Monster. Und dann kann man zusammen mit Gofu auf was gehen? Ganz einfach, auf einen Ultimaia Zolkin. Und wenn man Karten setzt, wenn Ultimaia Zolkin auf dem Feld ist, bekommt man gratis entweder einen Ogerdrachen oder einen Crystal Wing. Und die beiden Karten sind mega stark, deswegen sind die auch drin. Den Ogerdrachen kann man aber auch so bauen mit einem Bumbuku und einem, ja, einem Gofu. Man kann aber auch mit dem guten Ultimaia Zolkin einen Lignister bauen, den man auch so normal bauen kann, aber mit Zolkin kann es dir einige schöne Kombos ermöglichen, die echt nicht von schlechten Eltern sind. Dann haben wir noch den Omega, der ist einfach eine saugute Karte und sie kann genauso beschworen werden wie auch, ja, Ignister und Ogerdrache, einfach mit Gofu und Exzentrik oder auch dem Mumbuku, wobei, ja doch, geht so, wie ich eben gesagt habe. Dann haben wir den Buntäugigen, der ist eigentlich hauptsächlich da für den Zolkin, genauso wie der Black Rose. Und dann haben wir zu guter Letzt hier noch ein paar Xyz. Und zwar haben wir zunächst mal Big Eye. Big Eye ist in meinen Augen das beste Rang 7 Xyz-Monster. Und wenn man mal seine Nebeltal-Goldadler oder auch seine Wolflammen zusammen Xyzen möchte, dann liegt das meistens daran, dass der Gegner gerade irgendein Monster draußen hat, was man nicht haben möchte. Und dann ist man sehr froh, dass man Big Eye im Deck hat. Deswegen spiele ich die hier drin. Und ich denke, das war eine sehr gute Idee von Yu-Gi-Oh! Insider. Dann haben wir den guten Utopia und den guten normalen Utopia. Das sind einfach Karten, die bald rauskommen und die mega broken sind. Sie können Tower Monster stoppen und generell Spiele finishen und auch safe angreifen.
Es ist quasi, ja, der Removal für quasi alles im Kampf. Und er kann safe angreifen, deswegen ist die Karte mega gut. Und man braucht ja nicht unbedingt einen Castle im Deck hier, weil man quasi immer einen Kirin hat. Und quasi immer einen Apex Avian hat. Und wenn man das alles zur Auswahl hat, dann ist es besser in den wenigen Duellen, wo man wirklich mal die Ariadnes und die Godfather zu einem XC zusammenbastelt, dann noch ein Utopia zu haben. Weil dann noch ein Removal, den braucht man dann nur selten. Also Castle wird dann oft einfach tot im Extra-Deck sein. Deswegen nehme ich doch lieber hier den Utopia und das ist, denke ich, auch eine gute Idee. Ich habe aber noch eine Sache ergänzt und zwar die Giant Hand. Die hatte Yu-Gi-Oh! Insider nicht in seinem Deck. Ich denke einfach, dass eine weitere Annullierungskarte durchaus solide liegen kann. Und man hat öfters mal eine Situation, dass man einfach First Turn nur mit Stufe 4ern irgendwas hinlegen könnte. Dann aber doch nichts hinlegen kann, weil da nur Utopia ist. Mit Giant Hand hat man zumindest irgendwas im Extra-Deck, was man hinlegen kann. Und das den Gegner noch irgendwie behindern kann. Das kann quasi schlechte Starthände ein bisschen fixen, dass man zumindest die Giant Hand hinlegen kann, damit man irgendwas hat. Weil wenn man dem Gegner mit diesem Deck hier nichts hinlegt, ist das nicht gerade solide. Dann haben wir noch Breaksword, er kann einfach den Schrottdrachen-Effekt ausführen, eine Karte von sich selbst crushen und eine vom Gegner. Und da die meisten Karten eh gecrushed werden wollen, ja, ist das einfach eine sehr schöne Harmonie. Und es kann sehr leicht beschworen werden durch übrig gebliebene Bumbukus oder auch die guten Silberoger. Ja, das war's auch schon. Die ganzen Kombos, die das Deck hier bietet, müsst ihr selbst ausfinden. Es gibt hier einiges, was man erklären könnte, aber es macht einfach am meisten Sinn. Nehmt euch das Deck und spielt ein paar Runden online und ihr werdet eine Menge lernen. Es ist einfach so, dass man versucht, so schnell wie möglich an seine großen Monster ranzukommen. An Kirin und wenn es geht, an Apex Avian. Und dann versucht man einfach, irgendwas aufzubauen. Wenn ihr Gofu auf der Starthand habt, dann immer beschwören. Wenn ihr anfangen könnt, dann immer anfangen. Und ansonsten ist alles eigentlich selbsterklärend. Das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr einfach ein Zeugkind rausbekommt. Das wird aber nicht so oft passieren, weil ihr dafür quasi ein Gofu braucht und eine gelungene Fusion. Aber selbst das passiert häufig mal, deswegen spielt man die Karte ja auch. Und das sind dann wirklich sehr solide Boards. Also mit einem Strike beispielsweise und einem Crystalling aufzuhören, das tut dem Gegner auf jeden Fall weh. Auf jeden Fall ein sehr cooles Deck. Eure Meinung dafür auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem anderen Deck. Bis dann. Tschüss.